Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, die ersten drei Forschungen stehen schon mal und sind in Arbeit. Jetzt kommt das nächste, dann die blaue Forschung, aber für die müssen wir jetzt mal alles ranschaffen. Ich meine, Schwefelproduktion prinzipiell haben wir ja schon. Aber der Rest noch nicht. Jetzt kommen mal die Motoren. Stahl haben wir für die schon. Jetzt brauchen wir noch die Rohre und die Zahnräder haben wir ja auch schon hier. Aber die Rohre eben noch nicht. Machen wir einfach mal 4. Mehr wie viel wir vorher hatten, die das Rohre produziert haben, weil das war ja auf jeden Fall schon mal zu wenig. Okay, das muss schnell genug sein. So, Motoren. Rohre brauchen sie am meisten. Das heißt, wir können Stahl ruhig zusammenlegen. Das reicht fix auch noch nicht. Zahnräder. Nee, weiter weg. Und kein Förderband mehr. Band. Immer noch nicht leer, das gibt's doch nicht. Der erste nicht hier oben. Oh, wir können bis hier hoch schießen. Gut, okay, dann.
holen wir uns die hier oben halt auch noch. Unterwegs noch. Okay, wir machen mal weiter. Und die Produktion der Zielsteine geht wohl zu langsam voran. Solange wir genügend Mauern haben, ist nicht so tragisch. Wir können ja mal hier unseren Vorrat an Mauern auffüllen. Wir müssen schließlich eh bald wieder mal Außenposten machen. Erst. So, holen wir mal einen Schwefel hier hoch. Und hier lassen wir noch Platz frei. Und zwar etwa bis hierhin, würde ich mal sagen. Ungefähr. Da ist die Grenze. Dann holen wir hier mal. Oh, die brauchen hier unten dann Kupfer. Das können wir ihnen liefern. Vergesst das rote Förderband, das wird nicht mehr benötigt. So, jetzt haben wir halt die leider nicht mehr und wir können sie hier auch nicht selber craften, richtig? Richtig. Heißt, bevor wir überhaupt weitermachen mit Sachen Forschung, müssen wir schauen, dass wir die Förderbandproduktionen wieder aufziehen. Und zwar die alle hier. Fangen wir mal an mit den Splittern. Dafür brauchen wir Förderband, Schaltkreise und Eisen. Das kommt dann hier unten hin. Wir haben gesagt, hier ist die Grenze. Eisen. Förderband machen wir unten extra. So,
heißt, wir müssen hier nicht nur Eisen, sondern auch Zahnräder und alles runterkriegen. Boah, die brauchen hier echt viel Eisen. Die brauchen hier nicht zu viel, also verwenden wir das hier. Machen wir mal zwei Fertigungen dafür. Eigentlich reicht einer, so viel brauchen wir hier gar nicht. So. Das Förderband können wir jetzt verwenden für die Unterirdischen und für die Teiler. Kriegt er hierher. Förderband kriegt er hier hin. Das braucht er noch Schaltkreise. So, als nächstes brauchen wir mehr Zahnräder und mehr Schaltkreise. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd hier. So nicht. Wir lassen das einfach mal so, wie es war. Wir lassen uns was einfallen. Vielleicht einfach so. Nur Zahnräder und Schaltkreise extra. Aber die auch nicht mehr. Nein, das gibt hier. Da hast du die und von oben kommt jetzt das hier. Oh, der braucht davon aber ziemlich viel. Das schafft er in der Zeit gar nicht. Scheiße. Viel zu langsam beim Einladen.
Okay, was kann man denn da machen? Wir haben schon mal die hier da. Die Schaltkreise, die kann er sicher nehmen. Aber für die Zahnräder lassen wir sich was Eigenes einfallen. Und zwar schicken wir die hier durch. Okay, funktioniert besser. Noch die Schaltkreise. Ja, gut, die können halt. Die können eh drei nehmen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt haben sie mal kurz Zeit, vielleicht die zu halten. So, und für das letzte brauchen wir dann Zahnräder. Noch einmal. Erweiterte Schaltkreise und Schmiermittel. Junge. Ich würde mal sagen, wir legen das hier rüber. Und es kommen noch einmal Zahnräder zum Einsatz. Die Schaltkreise können wir dann hier auflegen. Aber erstmal brauchen wir die. Und ja, das Schmiermittel muss auch noch her. Rohre. Schmiermittelproduktion noch. Hier. Das ging dann hier hoch und hier ist es jetzt abgeschnitten. Und wir werden die von hier wieder fortführen. Das war schon Maximum. Super. So, mit dem, was übrig geblieben ist hier, das führen wir dann wieder zurück. Auch. Das muss aber genügen. Ah ja, jetzt ist nämlich das Eisen. Jetzt ist das Eisen der Buhmann. Ja, verlangsamen können wir es auch nicht. Und schon sind es wieder die Rohre. Egal. Sollen die nehmen, was sie kriegen können. Hauptsache, wir haben hier genug. Jetzt sind nämlich die schon hier zu langsam wieder.
Motorenproduktion hier nicht gefährden. Hey. Okay, die nehmen uns hier ganz schön viel ab, aber wird nicht so oft vorkommen, zum Glück. Da sind wir. Boah, das ist ein langer Weg. Schmiermittel haben wir jetzt auch hier oben. Jetzt fehlen uns nur noch die Schaltkreise, die roten. Und dafür müssen wir jetzt natürlich wieder eine fette Produktion bauen. Vielleicht diese hier. Vielleicht auch gleich so, wie wir sie hier haben. Huh? Ein bisschen mehr Abstand. Zur Sicherheit. Puh, die ganzen Module haben wir hier das natürlich nicht. Also Geschwindigkeitsmodule gibt es hier keine. Na, da habt ihr einiges zu bauen. Und das bitte abreißen. Okay, es fehlen uns haufenweise Greifarme, wie immer. So, wir brauchen nur einen Kupferanschluss hier. Okay, jetzt brauchen die dann nur noch Plastik und Schaltkreise. Machen wir hier die Schaltkreise hin. Gut, Freunde, das war es wieder für diesen Part. Im nächsten werden wir dann das Plastik vorbereiten. Das kommt dann hier auf die Innenseite. Genau, und dann haben wir erstmal eine hoffentlich brauchbare Produktion für die roten Schaltkreise, die wir auf diese Richtung hier vermutlich bringen sollten. Gut, aber wie gesagt, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!